Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer über 18 Jahre nicht geeignet. Spielsucht, Übergewicht, Drogen, die Jugend verkümmert. Amokläufe, Alkoholkonsum und chronischer Junkfoodverzehr sind die Folgen. Der unerwartete Grund? Respektlosigkeit von Erwachsenen gegenüber der Jugend, auch bekannt als Anti-Adolizismus. Dieses unerklärbare Phänomen ist bis in die Antike zurückzuführen. Bereits Aristoteles behauptete, unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Auch im Dritten Reich versuchte Hitler, die Heranwachsenden in seine Gewalt zu bringen. Wir können eine Generation von Muttersöhnchen, von verzogenen Kindern nicht brauchen. Seit etwa einem Jahrhundert gehen die Anti-Adoleszentriker sogar so weit, dass sie versuchen, Kinder und Jugendliche in Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten abzuschieben, um sie aus dem Alltagsleben zu exkludieren. Und auch die Spieleindustrie steckt mit ihnen unter einer Decke. Gezielt machen sie Kinder schon am Anfang ihres Lebens abhängig von Spielsachen und halten sie somit vom sozialen Gemeinschaftsleben fern. Das Raleo Digital Team wagt ein Experiment und begibt sich mit versteckter Kamera in die Höhle des Löwen. Kurz nachdem ich den Laden betreten habe, zeigt der sogenannte Lotusfruchteffekt sofort seine Wirkung. Als ich nach 10 Minuten kein Zeichen gebe, bricht die Leitung das Experiment ab. Die Ergebnisse sind erschütternd. Frau Dr. Brönel vom Fresenius-Institut für Psychologie liefert uns einen Erklärungsversuch für das Verhalten der Erwachsenen. Im Grunde genommen will der Erwachsene einfach nur strukturelle Gewalt ausüben. Das ruft Glücksgefühle und Zufriedenheit in ihm hervor. Erst dann fühlt er sich vollkommen. Ich bin aus der anti-adoleszentrischen Bewegung ausgestiegen, weil ich der Ideologie nicht mehr zustimme. Es wurde mir einfach alles zu heftig. Ignorant behaupten sie das genaue Gegenteil, um von den eigentlichen Tatsachen abzulenken. Finden Sie, dass die Erwachsenen heutzutage respektlos gegenüber der Jugend sind? Eher andersrum. Respektlos gegenüber den Jungen? Auf keinen Fall, eher umgekehrt. Aus Angst vor unangenehmen Fragen lassen sich viele der Passanten gar nicht erst auf ein Interview ein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Nein. Oft müssen wir uns schlechte Ausreden gefallen lassen. Italiano. Ich habe früher auch immer alles geleugnet, aber jetzt fühle ich mich stark genug, um die Wahrheit auszusprechen. Können Sie es hier und jetzt sagen? Für die Kamera? Nein, nicht vor der Kamera, tut mir leid. Das geht nicht. Helmut K. bricht das Interview aus emotionalen Gründen ab. Und das Schlimme dabei ist ja, dass die Jugend in 95% der Fälle gar nichts von dieser anti-adoleszentrischen Organisation weiß und sich damit schamlos ausnutzen lässt. Habt ihr schon mal was von der anti-adoleszentrischen Bewegung gehört? Nein. Also das sind so... Schockiert versuche ich den Jugendlichen die traurige Wahrheit zu erklären. Aber nicht nur die Opfer leiden, sondern auch viele Mitglieder. Denn selbst wenn jemand einsichtig geworden ist und austreten will, so wird mit allen Mitteln versucht, dies zu verhindern. Als ich aus der Bewegung aussteigen wollte, wurde ich bedroht. Man hat mir gesagt, man würde meinen Hund vergiften und andere schreckliche Dinge tun. Aber ich habe es dann doch noch geschafft, auszusteigen. Doch nicht immer geht es so glimpflich aus wie bei Helmut K. Lady Diana, auch sie wollte raus aus dieser perfiden Organisation. Doch die Anti-Adoleszentriker versuchten um jeden Preis, das zu verhindern. Ein inszenierter Autounfall löste das Problem. John Lennon, Dirk Bach, Cäsar, Kennedy, auch sie starben aus demselben Grund wie Lady Di. Trotz all dieser Gefahren gibt es dennoch Menschen, die aktiv etwas verändern wollen, wie zum Beispiel Bauer Riebkes aus der hinteren oberen Niederlausitz. Der bekannteste aller Anti-Adoleszentriker jedoch war Michael Jackson. 2009 wurde leider auch ihm seine Kinderliebe zum Verhängnis. Diese ganzen Geschehnisse sind eine Katastrophe für die Menschheit und müssen beendet werden. Doch wird die Politik in Zukunft etwas unternehmen? Werden mehr Menschen Courage zeigen? Und wird sich die Jugend das weiterhin gefallen lassen? Die Zukunft wird es zeigen.